Hallo meine lieben Zuschauer, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier im SnowRunner. Wir sind inzwischen Alaska und haben den Stahlträger von der Fabrik geholt. Dann habe ich leider inzwischen war mein Truck so leer, dass ich zurückfahren musste und den Anhänger stehen lassen. Mit dem Stahlträger, den habe ich jetzt... Den holen wir jetzt erstmal wieder und bringen dann den Stahlträger zur Metallbrücke, dass die fertiggestellt wird und dass wir auf der Karte weiterfahren können. Und ich hoffe mal, dass wir das gut hinkriegen werden. So, jetzt müssten wir eigentlich gleich den Anhänger bald sehen können, hoffe ich. Ich habe jetzt gestern den Truck noch ein wenig höher gelegt, das heißt die Federung noch ein bisschen angepasst, dass er ein bisschen höher einfedert. Dann können wir auch durch etwas tieferes Gewässer fahren. Tieferen Schnee. Ketten sind nach wie vor drauf. Ich hatte vorher auch mal einen mit Spikes ausprobiert, Reifen mit Spikes. Das ging auch nicht schlecht. So für die Straße, wo ein bisschen Eis drauf ist oder für vom See zu fahren. Aber mir gefallen im Winter doch besser die Schneeketten. Das finde ich irgendwie schöner. So, Anhänger ist dran. Und jetzt wühlen wir uns hier durch den Schnee, um zur Brücke zu kommen. Da ist noch ein neuer Auftrag, den lassen wir erstmal rechts liegen. Wir beschäftigen uns jetzt erstmal mit der Brücke, dass wir den Auftrag fertig kriegen und dann kann man in Ruhe weitermachen. Wird auch schon langsam dunkel. Aber das sollten wir noch vor Anbruch der Dunkelheit wohl schaffen. Muss auch sagen, man braucht hier echt gute Fahrzeuge, um überhaupt was beregeln zu können. Wie man sieht, also es ist schon ein unwegsames Gelände. Auf den Straßen kann man gut fahren, aber alles, was neben den Straßen ist, da braucht man wirklich geballte Kraft, sonst kann man hier nichts beregeln oder hängt andauernd fest. Das will man ja auch nicht. So, jetzt müssen wir noch einmal rechts abbiegen. Und dann sind wir bald bei der Brücke angekommen und können den Stahlträger abgeben. So, jetzt fahren wir auf der Straße, da geht es auch ein Tick schneller voran. Der ganze Spaß. So, und da vorne sind wir schon. Dann wollen wir gleich mal sehen, wie die Brücke dann gemacht wird. Oh Mensch, jetzt wäre ja fast noch ein Schleudern gekommen. So. Hallo? So, entladen.
Und was sehen wir? Die Brücke wird fertiggestellt und wir können auf die andere Seite fahren. Brücke haben wir repariert, Aufgabe beendet. Und wir können hier über die neue Brücke fahren. Wie schön. Ja, es wird hier auch schon langsam dunkel. Ich weiß auch gar nicht, was auf dieser anderen Seite hier ist. Wir können erstmal ein bisschen weiterfahren. Aber es ist dunkel. Dunkelste Nacht hier auf einmal jetzt geworden. Bisschen Licht können wir uns mal anmachen. Ja, siehst du, guck mal, hier haben wir Licht. Hier kommen wir zum Hafen, glaube ich, ist das. Das ist ja interessant. Hafen fahren wir nochmal schnell hin, gucken wir mal, was wir hier noch machen können. Und hier auch irgendeine Aufgabe hat. Ah, hier kann man auch was laden. Das ist schon gut. Gucken wir mal, was man hier laden kann. Ah, wir brauchen noch einen Stahlträger zum Felshindernis. Gucken wir mal, ob wir hier noch einen Stahlträger kriegen können. Großes Rohr. Nee, großes Rohr brauchen wir nicht. Wir brauchen Stahlträger. Gucken wir ein bisschen weiter. Gibt es hier noch was? Hier ist auch noch was. Ist das hier eine Garage oder was? Anhängershop. Nee, Anhänger brauchen wir auch nicht. Naja, dann kann man hier wohl nichts. Ist wohl nichts für uns dabei. Ich will jetzt auch nicht einfach ein Rohr mitnehmen. Für was? Brauchen wir nicht. Fabrik, genau hier lang. So, ich würde sagen, das soll es erstmal gewesen sein für heute. Denn es ist dunkel und wir müssen, glaube ich, erstmal den Weg zur Fabrik wiederfinden hier. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns bei der nächsten Mission zu einem neuen Video hier in SnowRunner. Ciao und bis zum nächsten Mal.